Hallo und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind hier im Schloss in Redcliffe und müssen die Quelle dieser Untoten ausfindig machen. Wir haben schon den Blutmagier gefunden. Joran, glaube ich, hieß der Gute. Und haben ihn aus dem Kerker befreit. Der hat fest beteuert, dass er nur den Aal vergiftet hat und sonst nichts. Und ja. Oh oh. Was war das denn? Ich bin es. Was hat er da auf uns gefeuert? Ich dachte immer, die könnten keine Magie wirken, die Untoten. Sie haben auf jeden Fall keine Waffen, das ist schon mal gut, denke ich. Oh, irgendwas machen sie. Das gefällt mir nicht. Alistair steckt wieder ganz schön ein. Wie sie ausweichen können. Sehr agil für so eine wandernde Leiche. Ich bin ja, das waren einige. Noch mehr? Nee. Ich glaube, erstmal haben wir Ruhe fürs Erste. Genug Ruhe, um Stan ein paar Punkte zu verpassen. Geschicklichkeit? Was braucht der gute Stan? Stärke. Wahrscheinlich. Konstitution wäre auch nicht schlecht. Gleich umkippen soll er ja nicht unbedingt. Oh, okay. Überleben. Wesen, deren Stufe unter seiner eigenen aufspüren. Bonus auf Naturresistenz. Kräuterkunde hat Morrigan. Gifte kann ich herstellen. Fallenbau. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen. Aber das hat noch keiner überleben. Ich glaube, das nehme ich mal für Stan. Passt auch ein bisschen zu ihm. So, Tapferkeit. Boni auf Schaden. Na, das wäre nicht schlecht. Aber wir könnten ihm mal... Ah, wir könnten zweihändig weiter ausbauen. Das ist auch nicht verkehrt. Betäubende Treffer. Die Vorliebe des Charakters für schwere zweihändige Waffen sorgt dafür, dass er allein aufgrund seiner reinen Masse hinter seinen Schlägen bei jedem Angriff die Chance hat, seinen Gegner zu betäuben. Wäre noch ganz nett, wenn auch die Chance da dabei stände, aber na gut. Zerschmetternde Treffer, auch passiv. Er hält einen hohen Schadensbonus gegen Golems und andere Konstrukte. Gegen Golems konnten wir noch nicht kämpfen, aber gegen Konstrukte... Ist eine Überlegung wert, aber ich glaube, ich nehme das hier, betäubende Treffer. Das klingt doch ganz gut. So, und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder fit, um ein bisschen weiter zu gehen. Oh, hallo. Mit euch hätte ich ja... Oh, mit euch hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Schatten. Schön. Aber selbstverständlich. Au. Oh, die sind ungemütlich. Die sind wirklich sehr ungemütlich. Haben wir schon mal klein bekommen? Ganz schön viel Blut. An dir vielleicht, Alistair, an dir vielleicht. Ich glaube, die können nicht wirklich bluten, die Schatten. Hey, Bücherregale, aber diesmal können wir... Ah, hier. Hier ist das obligatorische Codex-Eintragsbuch. Geburt einer Prophetin. Yay. Das bezieht sich bestimmt auf Andraste. Das lesen wir jetzt nicht. Hey. Hat ein Beutelchen hinterlassen. Blührumtrank, nehme ich gerne. Da habe ich nicht mehr wirklich viele. Kommt mir gelegen. Apropos nicht mehr viele. Könnte Morrigan nicht ein paar brauen? Lyriumstaub fehlt uns. Ah, richtig. Ärgerlich. Einen schwachen Rundumschlag können wir uns dann wenigstens machen. So. Dann geht's weiter hier. Ich schaue mir mal alles ganz gerne an. Hier sind noch Räume. Ne, aus dem sind wir raufgekommen. Hier ist noch ein kleiner Raum. Aber selbstverständlich. Ach, die Waffen. Ah, Waffenkammer. Schön. Ein Hammer. Und ein Redcliffe-Schild. Bevor es den Untoten in die Hände fällt, plündern wir hier lieber. Na, ich glaube, die Sachen sind nicht wirklich so gut. Schwere Kettenrüstung.
das was für Alistair wäre. Noch mehr Kettenrüstungsteile. Ein Dolch. Stahl. Oh, da könnte besser sein. Ich glaube, ich schau ganz kurz wegen dem Dolch. Stahl, Graueisen. 480. 360. Ja, der ist besser als mein anderer. Yep. Ziemlich sogar. Nehmen wir doch. Habe ich jetzt den richtigen raus? Ich glaube schon. Verzauberter Dolch. Ich dachte, ich hätte einen. Okay. Nee, das war schon der. Genau. Ein Dolchstahl. Das ist nochmal der. Das ist der gleiche. Okay. Alles klar. Dann kann es weitergehen. War ich hier schon? Ach, das war die Halle. Und hier? Wo geht's hier hin? Hey, da haben sie noch Schach gespielt. Das ist aber sehr helles Obst. Und was sollen das sein? Sollen das Bananen sein? Oder irgendwelche Zähne? Sieht komisch aus. Die sind etwas eckig. Das Obst ist etwas eckig. Aber naja. Das sind die guten Verwelden eckigen Äpfel. Ich sollte vielleicht hinter sie gehen. Dass wir auch unsere Boni bekommen. Gut, der hatte Waffen. Jetzt haben sie auf einmal Waffen, die guten. Unsere Freunde. Das gefällt mir gar nicht. Oh, ich habe nicht aufgepasst und Stan ist tot. Wieder mal nicht aufgepasst. Ich dachte, die packen wir locker. Aber anscheinend doch nicht. Es werden immer mehr. Au. Ich bin auch bald tot. So, Alistair, nimm doch mal einen Wundumschlag. Und Morrigan, du könntest vielleicht, wir könnten versuchen, sie einzufrieren. So. Schon mal zwei weniger. Alistair, hat er überhaupt einen Wundumschlag genommen? Ich bin mir nicht sicher. Ach, Alistair, wo bist du denn? Oh ja, der wird kriegt hier ganz schön was ab hier. Ja, er hat einen genommen, aber es ist nicht genug. So. Der ist auch fast tot. Ich ja ekelhaft hier. Oh, jetzt gehen alle auf mich. Die sollen noch auf Alistair gehen. Oh, wir haben sie fast. Ich bin fast tot. Jetzt bin ich tot. Nein. Oh Mann. Je, Leichnamgalle. Okay. Ist die für irgendwas gut, Leichnamgalle? Ein deformiertes Organ aus dem Körper eines wiederbelebten Schreckens. Yay. Wollte ich schon immer haben. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Oh, da kommen noch mehr. Können wir nicht drüber reden? Und ihr lasst mich einfach passieren. Ich glaube wohl nicht. Je, noch mehr Leichnamgallen. Er ist so schwindelig. Ja, Alistair, setz dich erstmal kurz hin. Hier kannst du dich ins Bett reinlegen. So. Erstmal ein bisschen regenerieren lassen. Oh Mann. Das ist ja ekelhaft hier. Okay. Oh, ich sehe noch mehr rote Punkte links in dem Raum. Na dann, Alistair, du darfst gerne vorgehen. Oh, das sind... Was? Warum greifen uns die Mabari an? Nein!
Mein Gott. Ja, die sind etwas stärker. Oh, Jesus. Nein, Stan. Na gut, das Stan mit dem... Das war's gleich mit ihm. Oh, ich bräuchte dringend einen Heiler, aber gut. Vielleicht können wir ihn einfrieren. Das hat funktioniert soweit. Mann, sind die Nerven hier. Oh, Stan ist trotzdem tot. Das ist schlecht. Oh, geh mir doch nicht hier auf den Senkel. Ich dachte schon, ich wäre besser geworden, was die Kämpfe in Dragon Age angeht. Wie sich rausstellt, nicht. Oh Mann. Gut. Schwarzes Lederhalsband. Oh, das ist für unseren, für Schaufler. Wie irre. Können wir das nehmen? Oh, Lammknochen. Und ganz viel Caddis. Verkohlter Leichnam, ja. Leeres Pergament. Okay. Ich glaube, das ist nur zum Verkaufen. Ich sammle auch sauber zu viel Schrott, habe ich das Gefühl. Okay. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Oh, wenigstens. Oh, da vorne sind... Nein, lauf doch nicht durch. Oh Gott! Morgan! Warum? Ja. Top. Schön. Schön gemacht. Nein. Das wollte ich nicht. Stan, probieren wir mal einen Knaufschlag oder so. Yay, yeah, zerborsten. Solange nur zwei Gegner kommen. Das war jetzt sehr dumm, dass wir da einfach reingelaufen sind. Aber ich dachte, es kommen mehr Gegner. Gravierte Silberschüssel, okay. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. War das ein Geschenk? Es ist so ruhig. Zu ruhig. Da sind die rausgekommen, glaube ich. In Ordnung. Mal schauen, was sich im Kleiderschrank versteckt. Ein Tiefenpilz. Oh, hallo. Valena. Ach, das ist die Tochter vom Schmied. Ah, bitte tut mir nichts. Dummes Mädchen, geht mir aus dem Weg. Ja, dir passiert nichts. Es tut mir leid. Ich habe nur solche Angst. Diese Monster sind überall. Ich bin Valena, das Dienstmädchen der Alessa. Geht es ihr gut? Was ist mit den anderen passiert? Valena, die Tochter des Schmieds, das wollte ich euch auch gerade fragen. Ja, wir haben eigentlich wirklich nur diese Kreaturen gesehen, aber die Alessa lebt ja noch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es hieß, der Aal sei vergiftet worden. Es sei mehr als eine Krankheit. Jemand wurde deswegen eingesperrt. Dann brach die Hölle los. Die Leute haben einander umgebracht, aber ihre Leichen erhoben sich wieder und gingen umher. Sie haben nicht sofort angegriffen, nur wenn man gerannt ist. Ich habe gewartet, bis alle weg waren. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Sehr seltsam. Ihr kennt meinen Vater? Ich will zurück ins Dorf. Gibt es einen Weg nach draußen? Eigentlich schon. Im Kerker gibt es einen Weg nach draußen, genau. Aber die Monster... Sollten alle tot sein. Ich finde schon einen Weg. Ich bin schnell und kenne das Schloss. Vielen Dank. Alistair stimmt zu. Yay. Und die anderen... Da habe ich wenigstens keinen Abzug bekommen. Stan und Morgan sind sehr schwierige Gefährten bei den meisten meiner Entscheidungen. Das habe ich schon mitbekommen. Ich glaube, wir müssen noch einiges mehr an Geschenken finden, um die zwei wieder gut zu stimmen. Oh, da sind auch einiges an Gegnern hinter der Tür. Hallo. Moment. Ihr bleibt alles stehen.
Einen Moment. So, und da hat das Handy kurz geläutet. Kann weitergehen. Wir haben geschafft, ein paar einzufrieren, immerhin. Das ist schon mal was Gutes. Stan, dein berühmter Knaufschlag ist gefragt. Oh, ja. Leider nicht zerborsten, der Gute. Oh, jetzt ist er zerborsten. Sehr schön. Morrigan sollte vielleicht ein bisschen zurückgehen, aber vielleicht kriegen wir sie alle. Einige. Genau, Alistair, hau sie um. Ich glaube, diesmal läuft es besser. Wesentlich besser. Wenn ich Magier wäre, würde ich die, glaube ich, auch leichter wegputzen können. Aber wir kriegen das schon hin. Yay, Durak hat ihn gefinisht. Leichnamgalle. Aber selbstverständlich. Wozu die auch immer gut ist. Ich trage die ja sehr ungern in meinem Rucksack rum. Oh, wir sind in der Küche. Schinken. Bisschen Fisch. Wo geht's hier hin? Holzkiste. Ein Seidenteppich, okay. Sehr edel, damit können wir unser Lager auslegen. Lebensstein, wo geht's hier hin? Untergeschoss, Keller, okay. Schaue ich mir gleich an. Ich wollte nur mal schauen, ob wir noch nicht... Ob es da nicht noch einen anderen Weg gab. Moment mal kurz. Hier waren wir schon. Genau, hier war die Tochter. Jetzt schauen wir mal schnell hier rein. Ach so. Abgeschlossen. Oh, da müssen wir wohl in den Keller schauen. Ich schätze mal, wir müssen einen Schlüssel finden. Damit wir weiterkommen. Okay. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob mal keine Gegner da wären. Bin ich sehr dankbar drum. Plunder. Aber selbstverständlich. Man könnte es auch Dreckhaufen nennen. Ich bin erfreut. Eiserner Ring. Okay. Stahlarmschützergeschenk. Okay. Ein Liebesbrief. Oh Gott, welche haben wir denn da schon gelesen? Moment. Das untere haben wir schon gelesen, genau. Mein geliebter Reginald, ich verzehre mich nach dir und wegen dir. Bitte benutze deine die beigefügte Tentur, wenn unsere Liebe Bestand haben soll. Sari. Was diese beigefügte Tentur wohl ist. Hof. Oh, okay. Na gut, auf in den Hof. Zauber wie Sturm sind... Oh, hoppla. Jetzt kann ich den Tipp nicht lesen. Da sind wir hergekommen. Okay, oh, da hinten sehe ich schon, dass wer da steht. Oh, Sir Perf. Ich glaube, bevor ich jetzt hier irgendwas loote, versuche ich lieber, das wäre noch ein Baum für unseren Hund. Suche ich lieber das Tor zu öffnen. Moment. Wenn ich mich jetzt tarnen könnte, würde ich getarnt zu werden. Wir haben uns entdeckt. Wir haben ihn! Holt sie euch! Da oben sind auch noch einige. Wartet mal schnell. Stan soll sich um die Bogenschützen kümmern. Wir werden hier unten ein bisschen... Morrigan könnte noch... Oh Gott, was ist das? Nein, kein Wiedergänger. Bitte nicht. Ich hasse Wiedergänger. Ich bin...
Ich bin erfroren. Absolut kein Fan von denen. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr. Wie wär's mit einer Giftbeschichtung? Oh, ich habe auch ganz viele Verletzungen, sehe ich gerade. Drei Verletzungen, ja, die brauche ich jetzt. Oh, er greift uns an. Oh, wir haben einen Ritter verloren. Und ich bin auch bald hinüber. Au. Einfach nur au. Was macht Stan da so? Er könnte es schaffen. Oh, was sind denn das hier? Skelettbogenschützen. Oh, das ist nur immer größer. Aber Stan, ich hoffe, dass Stan kümmert sich um die. Wir haben einen Ritter verloren. Oder ist Sir Perf gestorben? Nee, Sir Perf lebt noch. Boah. Wir brauchen einen Frostkegel. Aber so, dass wir die anderen... Nein! So. Ich hoffe, es friert jetzt nicht mich mit ein. Oh. Er lässt sich nicht einfrieren, der Gute. Zusammen können wir ihn killen. Los. Ja, sieht gut aus. Absolut kein Fan von Wiedergängern. Und er hat es auf mich abgesehen. Sehr schön. Ja. Oh Gott. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich die hasse. Haben wir sie alle? Nee. So, der Skelettbogenschütz sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Schön. Und da hat es abgeröchelt, das Skelett. Wiedergänger. Eine ganze Einheit erschlagen von einer einzigen Kreatur. Ich habe es anfangs nicht geglaubt, eure Vollkommenheit, aber es entspricht wohl den Tatsachen. Es gibt einen Überlebenden, dessen Gerede ich zunächst für gänzlich übertrieben hielt. Doch es handelt sich wohl nicht um ein einfaches Skelett. Die Beschreibung der Fähigkeiten der Kreatur ähnelt der, die wir von unseren Brüdern bei Manas Pell vor fast einem Jahrhundert erhielten. Männer flogen durch die Luft und landeten auf der Klinge des Wesens, das so schnell war, dass es mehrere Angriffe zugleich ausführen konnte. Nein, eure Vollkommenheit. Wir haben es hier tatsächlich mit nichts geringerem als einem Wiedergänger zu tun. Wiedergänger ist eine Leiche, die von einem Dämon der Hochmut oder Wollust besessen ist. Einer der schlimmsten besessenen Gegner, die es gibt. Ja, da kann ich zustimmen. Viele von ihnen können zwar Zauber wirken, sind aber gut gerüstet und bewaffnet und bevorzugen den direkten Kampf. Sie sind schwach gegen physische Angriffe, erholen sich aber rasch und können fliehende Feinde durch Telekinese wieder in ihre Reichweite holen. Außerdem können sie mehrere Gegner zugleich attackieren, bleibt auf Distanz, falls möglich, und handelt schnell. Nur so könnt ihr eine solche Kreatur besiegen. Guter Tipp. Ich kann leider nicht so gut auf Distanz bleiben. Außer mit meinem Bogen. Aber ich glaube, das würde ihm kaum Schaden machen. Oh, absolut kein Fan von Wiedergängern. Ich hasse die Viecher einfach. Oh, 65 Inventarplätze schon voll. So, looten wir noch etwas. Wenn wir schon hier sind, plündern wir gleich das Schloss. Al-Iman wird uns das sicher nachsehen. Immerhin retten wir den Guten, ja? Oder versuchen es. Oh, reden wir erstmal mit Sir Perf schnell. Ihr habt die Tore geöffnet. Das ist gut. Meine Männer und ich wollen baldigst unseren Aal wiedersehen. Betreten wir die Haupthalle gemeinsam? Wir müssen sie einnehmen, um das Schloss wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Wie ihr wünscht. Wir besetzen das Tor und halten jeden auf, der gehen will. Sagt Bescheid, wenn sich die Lage verändert. Hey, gerade waren drei Ritter hinter ihm gestanden. Und obwohl einer ja gestorben ist hier, beim Wiedergänger. Kleiner Klager Blitzkristall. Okay. Ich hätte mir mehr erwartet. Bisschen Gold oder so. Oh, Wundumschlag. Sehr schön. Da habe ich ein paar ausgegeben, ja. Und da drüben sind noch ein paar Sachen. Ich hoffe, wir können schnell ins Dorf zurück. Dann werde ich nochmal mein Inventar ausleeren. Schwache Wärmebalsam, ja genau. Wegen solchem Zeug hier. Und dann sehen wir uns
in der nächsten Folge frisch und mit geleertem Inventar hier im Hof wieder, wenn wir die Halle stürmen. Bis dahin, einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.